glaube, die ist schon ein bisschen verliebt. Die hat Strahlen in den Augen. Und so wie sie sich heute gegeben hat mit mir, das hat mir nach ein bisschen verliebt ausgesehen, ja. Aber ganz leicht. Ganz leicht. Also ich erkenne ihre Mimik gar nicht mehr wieder. Zuerst dachte ich Botox, was ist irgendwie schiefgelaufen. Dann ist mir eingefallen, nein, war nicht Botox, Brüste, Mann, das weiß ich nicht. Ja, genau. Irgendwas mit B. Der Bruder sagt gar nichts. Also, wer ist Lisa? Wer ist das eigentlich? Welche Lisa nochmal? Was macht er beruflich? Influencer-Model und... Halleluja. Ein Model. Ein Influencer. Ich geh mich schnell nachschminken. Ich treibe wahnsinnig viel und gerne Sport. Ich habe auch leistungsorientiert Basketball mal gespielt. Mhm. Erzähl mir mehr. Beim Basketball hast du da viel geschwitzt, oder? Also einlochen kannst du schon mal. Aber mir willst du doch keinen Korb geben. Oh mein Gott, der war richtig gut. Please hold for a very important message. So, hallo liebe Schnuffelhasen. Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hi. Hi. Wir mal wieder, ne? Endlich mal wieder, oder? Ey, das ist so geil einfach, wie wir das auch immer wieder geschafft haben, up to date zu sein, ne? Ja, wir sind am, wie nennt man das? Zahn der Zeit. Ich glaube, was? Ich glaube, das heißt so, weiß ich nicht. Zahn der Zeit? Ich glaube schon, ja. Ach so. Ja, kenne ich nicht, aber gut. Okay. Es gibt sehr, sehr viele da draußen, die gewartet haben darauf, dass wir uns hier wieder zusammensetzen. Ja, ich das, auch. Das, du auch, ne? Mhm. Ich ehrlicherweise auch, aber warum haben wir es nicht getan? Weil wir es nicht geschafft haben einfach. Es ist, das Leben ist zu busy für uns beide. Selbstunständig, ne? Ja. Aber jetzt sind wir hier zur vorletzten Folge. Und ich habe gerade etwas ausgepackt, und zwar einen richtig geilen Hoodie. Erzähl uns was dazu. Yes, World Premiere. Also, ist noch nicht erhältlich, aber wird am 15.05. im Onlineshop bei schilder.eu erscheinen. Das gute Stück. Das ist made in Portugal und Biobaumwolle. Geil, ne? Ja. Nice. Was steht da drauf? We're all the same, different. Genau. Ja, Mann. Ja, steht ein bisschen dafür, dass wir natürlich selbstverständlich die Individualität jeder Person feiern, die uns alle besonders macht, aber auch die Gemeinsamkeiten, die uns alle miteinander verbinden. Voll die schöne Message. Oder? Ja. Denn wir sind alle individuell, alle einzigartig, aber alle gleichwertig. Ja, Mann. Cool, oder? Jeder ist besonders. So ist es. Cool. Also ich kann nur sagen, so vom Feeling her, das fühlt sich derbe nice an. Ich mag die Farbe und das allererste, was ich wieder gesehen habe, ist, die ich dachte, der ist kaputt, ne? Ich wollte ihn erstmal reklamieren. Aber nein, er ist einfach anders, weil das ist ja auch das Ding. Das kommt cool, finde ich. Gut, ja, auch. Wenn das jetzt zu wäre, dann wäre das eben das, was es daran hindern würde, hier ein bisschen runterzurutschen. Ja, genau. Derbe nice. Okay, dankeschön. Sehr, sehr gerne. Und jetzt bist du wieder dran. Und zwar... Willst du den Kunden, den Schnuffelhasen, noch bestimmt erzählen, was sie als nächstes machen müssen? Ah ja, stimmt. RTL Plus. Falls ihr ein RTL Plus Abo haben möchtet, dann könnt ihr das vergünstigt über den lieben Sunny machen. Und zwar bekommt ihr da den ersten Monat gratis oder so, wie richtig? Immer, genau. Und die folgenden 3 Monate 50% vergünstigt. Nee. Das war wirklich, warte mal, Burger Feedback ist, der Anfang war gut. Aber dann ist es nur der zweite und der dritte Monat. Ja, schade. 50% Rabatt. Also erster Monat gratis und zweiter und dritter Monat 50% Rabatt. Und lasst ein Abo da und lasst uns in den Kommentaren wissen, was ihr vorhabt. Wir haben heute auch ein paar Überraschungen für euch. Ich kann das schon sehen, ihr noch nicht. Wann kommt denn das? Später? Weiß ich nicht. Ein bisschen später, ja? Komm, ein bisschen später. Ja, genau, damit ihr auch dranbleibt. Falls ihr es nicht wisst, das ist Sunny, euer Lieblingsroaster mit Herz. Ja, wo ist dein Finger? Herz. Hier mit Herz. Genau. So, dann erwarten uns heute Folge 9, 10 und 11. 9, 10 und 11. Also unsere angekündigte Tripper-Folge. Die Tripper-Folge, los geht's. Gutes Gefühl. Ja, ein gutes Gefühl. Ja, ich dachte, du willst jetzt ein bisschen tiefer rein, aber ja. Gutes Gefühl. Ja, du kannst auch tiefer rein, wenn du willst. Welches Tief meinen die denn? Weiß ich nicht. Ja, also die sexuelle Spannung ist ganz hoch. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja, aber das meinte sie doch nicht. Was meinte sie? Sie meinte tiefgründig. Tiefgründig natürlich, genau. Ja. So habe ich gleich verstanden. Ich nicht. Ich habe das tatsächlich anders verstanden. Aber du weißt ja auch warum. Ja, weil du ein Schmutzfink bist, deswegen. Mhm. Und weil mein Frühling jetzt angefangen hat, weißt du? Aha, verstehe. Los geht's. Lass dich kurz drücken. Oh.
Was sag ich denn immer bei Küssen auf die Stirn? Nee, du magst sie nicht, aber ich mag die. Ich glaube, ganz viele Schnupfnasen mögen das auch. Küsse auf die Stirn sind süß. Ja, jetzt wo ich sie nicht mehr habe, vermisse ich sie auch. Ja. Aber er geht sehr liebevoll mit ihr um. Ja, wieso? Ja. Ich habe echt das Gefühl, dass ich Lisa schon länger kenne, als ich sie eigentlich tatsächlich kenne. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass wir einfach jetzt so eine Vertrautheit entwickelt haben. Daran wird es liegen, ja. Ja, aber ganz ehrlich, die sind da so isoliert. Ja. Weißt du? Daran liegt's. Die sehen ja wirklich niemanden. Dass es dir so vorkommt, weil du halt auch niemand sonst gesehen hast. So in letzter Zeit. Das außer ist die heftig. Paar Leute hier. Ja. Es ist ungefähr 10 Grad, ne? Sie ist so, okay, wer hat das hier alles geplant? Warum, das kann ja wohl nicht sein. Warum sitze ich hier mal im ekligen Kleid bei 10 Grad? Wer ist für die Garderobe zuständig? Was soll das? Was habe ich hier bekommen? Oder siehst du, okay Leute, ihr habt die Bilder im Kasten, wir saßen hier, jetzt ist genug. Ja, genau. So ist das ist es eher. Soll ich mich ausziehen und ihr meine? Oh Gott. Rose. Jetzt. Wir standen hier nur für eine Etage tiefer. Wir standen da nur. Ja. Sie dachte sich so, ich sehe das eh später, ach so, wenn ich die Aufnahmen abnehme. Richtig, wenn ich durchwinke, sehe ich ganz genau, wie deine Stande. Weil, falls ihr es nicht wusstet, doch, ihr wisst es, sie ist einfach mit in der Produktion. Richtig. Einfach hundertprozentig. Ja, auf jeden Fall. Sie ist, wie nennt man das, Executive Producer. Und weißt du, wer ihr Manager ist? Wer? Ihre Mutter. Ja, mega schön. Hättest du das gedacht? Quasi so... Ach so, dass ich so weit bin. Ja, das also grundsätzlich, also, ne? Also am Anfang hätte ich es nicht gedacht, dass ich rein bin. Ja, wer hätte das gedacht? Reality. Also was wir jetzt einmal an der Stelle sagen müssen, wir haben ja jetzt schon bis zum Finale geguckt. Ja, wirklich. Und für uns ist das ja jetzt auch so ein kleiner Throwback. Throwback, hast du gut ausgesprochen. Throwback. Throwback. Ich sag das so wie J-Lo. Ich glaube, sie redet auch so. Deswegen ist gerade voll schön, J-Lo, Yeti nochmal zu sehen. Ja. Leute, der Lacher kann doch nicht echt sein, oder? Nee, also da hat man, glaube ich, auch genau gemerkt, wo sie fertig war mit dem Schauspieler. Oder? Ja. Sie war so, okay, jetzt muss auch langsam reichen, ne? Ja. Und dann musst du dir mal überlegen, okay, ich habe in diesen paar Stunden schon Schmetterlinge, also so wie ich es gesagt habe, so im Bauch gehabt, ne? Wo jetzt nochmal? Die Schmetterlinge. Einfach in den paar Stunden, in denen sie ihn sehen durfte. Ja. 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 Klar, weil du hast ja auch keinen anderen Mann gesehen die ganze Zeit. Sie war auch durstig die ganze Zeit. Thirsty. Sie war thirsty. In the house. Nur mit Batida. Ja. Den ganzen Tag. Ich bin super gespannt, wie Chiara darauf reagieren wird, wenn ich sie... durchnehme. Wie wird sie wohl reagieren? Wenn sie von ihm durchgenommen wird. Ja, so, ja. Das Erste, was sie machen wird, ist, sie wird sich nicht durchnehmen lassen. Sie wird ihn durchnehmen, ganz einfach. Also sie auf jeden Fall die sofort... hier den Turn macht und nach oben geht. Warum denkst du das? Weil, glaube ich, traue ich ihr zu. Weil sie gerne die Zügel in der Hand hat. Weil sie die ist einfach Executive Producer auch von der Prozedur, die da abläuft. Wenn sie die Treibkraft sein. Ich glaube, sie würde einfach sagen, Schatz, du denkst doch nicht wirklich, dass ich dich wirklich mag. Ich will einfach nur Bachelorette werden, Pfoten weg. Ja, wie geht's dir? Krass. Erzähl mal jetzt. Sehr gut, bin happy. Ja. Keine Ahnung, man kann das alles nicht greifen, ne? Ne. Das ist so einfach so die authentischste Person hier. Ist halt echt so. Also wenn es jemand greifen kann, dann du weißt ja ganz genau, was passiert. Das ist doch alles ganz genau studiert. Auch so hier zu sein und Rio. Und dann bist du irgendwie dankbar dafür, dass du hier bist und das sehen darfst und das erleben darfst. Und dann fällt dir ein, wie viele Rosen du schon bekommen hast. Und wie viele sind es denn? 8. Ja. So, das ist also, ne, die Statistik ist stimmt. Das weiß ich natürlich. Genau, also mir fällt dann einfach ein, dass ich umsonst nach Mexiko, wo sind die, in Rio? Mexiko und Rio, ja. Ja, umsonst reisen darf, endlich im Bachelor-Format bin, 8 Rosen schon kassiert habe. 8. Aber das nicht, dass ich dich kennengelernt habe und dass ich gerade voll aufgeregt bin, weil ich wirklich interessiert bin an dir. Nee, einfach cool, dass ich jetzt schon in der 9. Folge dabei bin. Natürlich denke ich auch super viel über dich nach oder wahrscheinlich auch am meisten. Ja, deswegen kam der Punkt auch irgendwann mal an 8. Ganz Stelle. Ganz am Ende, ne? Ja. Wahrscheinlich hat er sich schon so angeguckt, so, ach so, also er ist stopp. Genau. Wir sind gerade noch so, sorry Leute, können wir noch, ah, nicht? Ja, okay. Schneidet ihr das raus? Ja, okay, super. Ich
Also du merkst schon selber eine Dumme, ne? Ganz komisches Ding. Ja, weil er will jetzt sie fragen, ob das, was Bex ihm erzählt hat, stimmt, ne? Genau, glaube ich. Aber er traut sich noch nicht. Ich glaube, er hadert noch mit sich. Also... Alter, mach's mal auf jetzt. Und sie ist so, halt dich ans Skript. Genau. Sag nichts weiter. Was kommt jetzt? Ja, muss wollen wir eigentlich mal die Aussicht genießen und einfach in die andere Richtung stellen? So, sehr gut. Gut erkannt. Was ist uns denn hier aufgefallen? Dass sie immer, wenn es irgendwie eine geile Aussicht gibt, die mit dem Rücken dahingesetzt werden. So, Hauptsache das Kamerateam hat die ganze die geile Aussicht und die sehen nichts davon. Ja, und sie ergreift ja endlich mal die Initiative und sagt so, Leute, es reicht. Richtig, wir wollen auch mal was sehen. Es war schön, die Mädels wieder zu sehen. Es war schön, ihn wieder zu sehen. Aber erstmal die Mädels. Aber warum die Mädels? Weil die alle im Keller eingesperrt sind. Ach, deswegen. Das war das Ding. Die haben alle Einzelzimmer wahrscheinlich gerade. Die sind also selbst von den Mädchen getrennt. Die sind jetzt richtig, oh, die sind einzelhaft. Dürfen die dann mindestens was essen? Die sind einzelhaft eiskalt. Die machen mit denen diese Schlaffoltermethode. Ja, so ganz komisches Sozialexperiment. Für mich ist heute auch voll wichtig, dass du auch alles aus dem Kopf bekommst, was dir vielleicht noch so ein bisschen im Kopf ist oder so. Was. Also die paar Hirnzellen, die du hast. Dass ich brauche eine richtig hohle Birne. Weil, warum? Dumm? Ja, genau. Ist nett. Ja, genau. Also vergiss einfach alles, was du noch weißt, okay? So, hoffentlich verzeihst du mir, wenn ich jetzt die ganze Zeit so anhänglich bin oder so, ne? Aber sonst gibt's nichts, was mich irgendwie beschäftigt. Ja, voll, also, ne, voll gerne. Steck ihn rein. Voll gerne. Finger im Po Mexiko. Auf geht's. Mach einfach, ne? Tu dir keinen Zwang an. Hier auf der Yacht, warum nicht? Ne, überall. Also, das Kleid ist luftig. Gerne. Und jetzt wird geknutscht und er fingert sie, ne? Oder? Ups. Oh, nee. Und dann hat er den in ihr Gesicht gehalten. Ja, aber das sah wirklich Glas so aus. Guck mal bitte. Ah, du. Meinst du, weil er hat den Max gemacht und sie die Jelis? Oh ja, anderes spannendes Thema. Aber die ist jetzt glücklich, ne? Ja, offensichtlich. Hast du dir das Jelisches Haaröl gekauft? Hast du nicht mitbekommen, oder was? Ach doch, das sollte ein Marketing-Stunt sein für ihr Haaröl. Deswegen ja auch der ganze Streit. Jetzt gibt's ein Haaröl. Und das heißt Yelicious. Und einfach die ganze Kampagne sieht so aus, als wenn sie eine Kardashian wäre. So mit diesen Nude-Tönen und dann haben die alle so ein Body an, weißt du? Mm. Hast du es nicht gesehen? Nee. Mm-mm. Sorry, ich muss mir das reinziehen. Ich würde schon sagen, dass ich sehr starke Gefühle habe für Angelina. Hat er, ne? Hat der schon, ja. Ist auch schon sehr authentisch, ja. Ja, irgendwie schon. Es wird auch ein bisschen viel rumgeschlabbert. Deswegen, ja. Auch so intensiv, ne? Du bist ja auch so ein, also du bist ja ein Lügner, ne? Das ist mir heute mal aufgefallen, Leute. Das ist so, wenn ihr den Steffen seht, ne? Der konnte ja jetzt wirklich die letzten 2 Monate, konntest du einfach nichts durchsickern lassen. Ja? Wie geht das? Was hat das mit Lügen zu tun? Ich konnte dir nichts aus deinem Gesicht lesen. Nichts. Ja, aber ich habe dir nie die Unwahrheit gesagt. Ich habe dir nie die Unwahrheit gesagt. Okay, das stimmt. Ja, ich kann jetzt gar nicht jetzt belügen. Jetzt manipuliert er mich. Von einem Gaslighter zum anderen. Ja, genau. Richtig, Lügner, Gaslighter, Manipulateur. Nein, aber du hast wirklich einen guten Job gemacht. Danke. Also du solltest bei so einer Sendung mitmachen. Leute, ich weiß nicht, wie die heißen, aber ich glaube, es gibt so Sendungen, wo man irgendwas behaupten muss und Pokerface braucht. Mhm. Und dann an einer Lüge festhalten muss. Irgendwie sowas. Und dann gewinnt man, wenn man Make Love, Fake Love. Stimmt. Oh mein Gott. Ja. Simple as that. Ja. Können wir das erzählen? Ja. Ach so, stimmt. Ja. Anfrage kam rein. Was eine schöne Überleitung. Ja, ne? Richtig gut. Das passt aber wirklich tatsächlich. Also, das ist aber nicht so authentisch. So, nicht rein. Ich bin Profi. Oh, wow, krass. Ich bin überrascht. Stimmt. Oh mein Gott, was soll das denn? Also, warum bist du denn überrascht? Professionalität überrascht mich. Schade, dass diese Staffel zu Ende ist. Ja, schade. Also, aber vielleicht sehen wir uns ja dann bei Make Love, Make Love. Also, die brauchten einen neuen Max? Genau. Tatsächlich, Sarah und ich wurden angefragt für Make Love, Make Love, ob wir da Lust haben mitzumachen. Und? Seid ihr dabei, haben ne? Haben wir nicht, danke. Kleiner Spoiler, die beiden sind in der nächsten Staffel. Und die Frau der Begierde ist Lara. Chiara. Ja, das ist so lustig. Das war echt lustig. Dass es mehr ist wie Schmetterlinge im Bauch. Und
Ja, dass ich vielleicht verknallt bin, so ein bisschen. Redet er immer noch über sie? Ja, ich glaube. Wirklich. Ja. Eigentlich hätte er auch gleich sagen können, dass sie gewinnt. Too much, Bruder. Aber ich habe jetzt auch nicht eine Tramfahrt in Rio gebucht und David war dabei, sondern ich hatte ein Dreamdate und es war zufälligerweise eine Tramfahrt. Ja. Sie ist halt einfach so. Wahrscheinlich hat sie sich vorher schon wieder verlabert in die falsche Richtung. So, oh mein Gott, ich wollte schon immer so eine Fahrt machen. Und dann so, ey, Süße, du musst David irgendwie mit einbeziehen. Und sie so, ach so, ja, stimmt. Ja, stimmt. So rum. Ja. Aber sie hat auch richtig auch so das Arschdate bekommen. Wir fahren einfach so Straßenbahn. Ich würde sagen, Karma. Ja. Ich bin ein Bitch. Richtig krass. Hätte er auch in Stuttgart machen können, wäre er mit dem Sex zum Flughafen aufgefahren. Hätte wäre auch ein geiles Date gewesen, ey. Egal, Hauptsache du bist mit dem David zusammen. Darum geht's dir ja. Ich musste über nichts nachdenken. Unsere Hände haben sich von alleine gefunden. Ja. Von alleine? Einfach so. Ansonsten musst du das immer so machen. Normalerweise, ne? Hier war es wirklich so. Eine Sache, die wurde mir zugetragen bei der letzten Nacht der Rosen, dass du quasi vor den Kameras anders bist, wie ich dich erlebe. So. Ja. 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 Guten Morgen. Ist so. Was erwartest du denn? Ja. Gelungen. Als ob ich hier nett bin und so. Als wäre ich authentisch. Wir sind im Fernsehen. Du bist so dumm. Professionalität. Ja. Ganz einfach. Ja. Weiter im Text. Weißt du, ich habe Rebecca einfach in dem Moment auch angemerkt, wie sie es gesagt hat und dass es für sie erleichternd war in dem Moment. So, dass es raus ist quasi. Was? Und trotzdem habe ich drauf geschissen und habe sie rausgeschmissen. Als Belohnung. Ja. Womit assoziierst du ihr Gesicht in diesem Moment? Was kommt dir als erstes in den Kopf? Was sie wohl denkt? Während sie sich anhört, was für eine tolle Tat Bex vollbracht hat. Sie dachte sich wahrscheinlich so, diese Bitch. Genau so. Ich lasse sie töten von meiner vermögenden Mutter. Irgendwie so. Und ich würde auch sagen, das ist so das typische Wrestling-Bitch-Face. Ja. Ja, schon. Also sie weiß ganz genau, dass es stimmt, aber macht jetzt auf, ja. Poker ein bisschen. Wie soll ich sagen? Sie hat die Faxen dicke. Genau. Sie dreht sich die Faxen dicke. Ich bin wirklich hingekommen und hab gedacht, hier ist die Chance am höchsten, dass du jemanden triffst, der dir ähnlich ist und in den du dich verlieben kannst und der sich in dich verliebt, so wie du bist und so wie er ist. Okay. Du hast einen Taschenrechner, ne? Weil sie ist ja so eine Wahrscheinlichkeitsqueen. Genau. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, jemanden im realen Leben zu finden? Na, nicht so hoch. Bei einem TV-Format, wo nur ein Mann dabei ist, ich glaube, da ist die Chance einfach am höchsten. Und 23 Frauen? Ja. Und das ist dann sehr, sehr hoch, ja. Also hätte sie, weißt du, wenn sie jetzt bei I'm the One wäre? Ja, oder sonst wo. Oder bei irgendeinem anderen Bums-Format. Ja, wo es halt mehrere Bums selbst Ex on the Beach, egal. Ja. Aber darauf arbeitet sie ja hin. Meinst du? Vielleicht war sie schon in der Zukunft, so im nächsten Format. Genau. Ja, aber hier ist das eigentlich gar nicht so eine hohe Wahrscheinlichkeit. Überhaupt nicht. Die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr, sehr schlecht, dass der eine Typ, der jetzt hier gerade vor ihr steht, der eine Typ ist. Sie muss halt noch ein bisschen an ihren Argumenten feilen. Wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt wirklich stark an meiner ehrlichen Intention gezweifelt hat. Der Vollidiot. Den konnte sie aber leicht um den Finger wickeln. Ne? Also die Hohlbirne habe ich so im Sack gehabt. Oh, er ist aber auch voll süß, ne? Der sieht das gut in ihr. Wir haben halt einfach auch festgestellt, dass ihm nichts von der Hand geht. Und dann hat er da auch so eine Giftziege, die bis ins Finale kommt, weißt du. Ja, schade. Haben wir eine Home-Date? Gibt's die noch? Warum? Ich kann die nicht aufgeben. Sie will einfach alles mitnehmen, ne? Sie will einfach die Checkliste abklappern. Sie ist so eine, es gibt ja auch so Leute, guck mal, ich war zum Beispiel vor 3 Wochen, war ich doch in meinem ersten Musical, ne? Mhm. Eisprinzessin, ne? Oh ja, war geil, ne? Ja, und dann war da eine... Eiskönigin. Und da war dann eine, also wir waren da, weil wir einen der Schauspieler kannten oder kennen. Und wir waren dann mit ihm rübergefahren, wieder ans Festland und dann war da ein Hardcore-Fan und die hat den erkannt, obwohl er wirklich nicht die bedeutendste Rolle hat. Okay. Und sie hat einfach gesagt, dass sie 3-mal, glaube ich, im Monat oder 4-mal im Monat dahin geht, weil sie jeden von der Besetzung kennenlernen möchte. Und ich glaube, sie ist auch so ein Kandidat. Aber nicht bei Eiskönigin, sondern bei Bachelor. Sie ist so ein Bachelor-Fan. Ah, okay.
Ich glaube, morgens, wenn sie aufsteht, guckt sie sich erstmal ein Intro an vom Bachelor oder so. Ja. Weißt du? Sie hat ihr eigenes Intro schon gedreht, jeden Morgen. Ja, alles. Sie ist so. Oder sie steht in so einem Satinkleid mit so einer Rose. Ja. Morgens in ihrem Zimmer. Das ist und, so. Und übt für den Spiegel, wie sie ja. Das Zimmer kriegt. Wieso? Warum? Weil ich sie halt gerne hätte. Inwiefern? Weil mir das wichtig ist. Ja, weil mir das wichtig ist, nochmal eine Runde weiterzukommen. Ich kann mir auch vorstellen, sie hat einen Fetisch im Bett. Meinst du? Ja, dass sie so eine Rose im Mund hat oder so. Ja, stimmt. Kann ich mir vorstellen. Irgendwas hat sie da. Ja, das kann sein. Oder sie lässt sich gerne mit Rosen auspeitschen. In der Dornen. Ja. So, und jetzt kommt Yeti. Ah ja. Sehr innige in Empfangnahme, ne? Anstatt sie runterzuheben, dachte sich so, ja, die bleibt mal hier sitzen. Ich möchte auch unbedingt Kinder haben, aber ich habe immer die ganze Zeit zu mir gesagt, okay, Kinder nicht vor 30. Okay. Mittlerweile weiß ich, okay, das kann man nicht mehr steuern, das kommt, wenn es passt. Warum kann man das heutzutage nicht mehr steuern? Sind die vielleicht Kondome einfach nicht mehr so sicher? Ich weiß es nicht. Ah, oder Medikamentenknappheit. Ah! Es gibt die Pille nicht mehr und so. Kann man nicht mehr steuern. Also ja. Es gibt Möglichkeiten, das zu steuern. Latexmangel. Wir haben ja auch Rohstoffmangel. Ah, vielleicht nicht. Okay. Inflation. Wie ist das Thema Vertrauen unfassbar wichtig in der Beziehung? Schön, dass du es ansprichst, ja. Schön, dass du es ansprichst. Habe ich sonst so noch nie gehört, dass irgendjemand Vertrauen wichtig findet. Weißt du, das ist so wie mit deinen Kleidungsstücken. Das ist so besonders. Besonders einfach. Das hast du vorher so noch nicht gesehen, gehört. Ja. Ich finde, dass die zwei sich einfach gefunden haben. Denen ist beiden Vertrauen wichtig. Ich wäre nie auf Vertrauen gekommen. Ja, Vertrauen? Also du kannst eh nichts damit anfangen. Nee, überhaupt nicht. Das ist ja das Ding. Ja. Ja. Deswegen für mich gerade einfach so jede... Perfect Match, ne? Alter. Alter. Sobald eine Lüge entsteht oder man irgendwas halt rausbekommt, ist bei mir das Vertrauen gleich... Bist du empfindlich? Ja. Bist du sensibel, ne? Bist du ein bisschen empfindlich, ja. Okay. Hat er sie bis jetzt angelogen? Nö, ne? Weiß ich nicht, ich glaube. Also, nicht, dass ich wüsste. Also, er war ziemlich ehrlich. Der hat ja auch zu ihr gesagt, hätten sie gedacht, dass du hier bist? Der schwachen Leistung, bis die Runde 10, ohne Date. Hat er gesagt, ja, ne? Ja, richtig. Naja gut, er hat ihr halt so The Final Rose so ein bisschen schmackhaft gemacht. Das war dann wohl nichts. Ja, aber und das, also, das Final Rose Plakat und der Tequila, das war so der, waren so die Dammbrecher. Damm? Dammbrecher, ja. Was ist ein Damm? Du kennst mir nur den einen Damm. Staudamm. Woran hat es bei dir gescheitert, die letzte Beziehung? Boah, das letzte ist ein schlechtes Beispiel, weil... Da redet er gerne drüber, ne? Wollen wir da nochmal drüber reden, oder? Es hat einfach nicht gepasst. Okay. So, ja. Es hat schon gepasst auf gewissen Ebenen, aber ich sag mal, auf wesentlichen nicht. Okay. Und das habe ich so ein bisschen ignoriert, würde ich sagen. Welche Ebenen meint er denn, wo es gepasst hat? Im Bett? Nee. Im Bett. Ich glaube nicht mal. Echt? Weiß ich jetzt gar nicht. Oh mein Gott. Ich will nicht zu viel sagen, weil ich will nicht wirklich nicht in den privaten Angelegenheiten rumrennen und zu viel ausplaudern, was das angeht. Tell us everything. Aber da hat gar nichts gepasst, Bruder. Da hat nichts gepasst, das wissen wir mittlerweile. Du hast hier wieder versucht, diplomatisch zu antworten, weil du niemanden in die Pfanne hauen willst, aber das war Quatsch. Das hast du richtig Quatsch gemacht, Bruder, das wissen wir alle. Ich enthalte mich. Ja, ich ja, streue das nur auf. Na, ja, aber ich kann es dir sagen und du kannst es mir glauben. David hat da ein bisschen... mit sich machen lassen, was er nicht hätte mit sich machen lassen müssen. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Es war wirklich sehr schön. Danke, dass du dir das freigeschaufelt hast. Ja, auch, danke, ne? Dass du dir die Zeit genommen hast. Und richtig gut, dass du mich reinquetschen konntest in dein Schedule. Siehst du, danke, dass ich mein Loch, also das, wo sie wohnt, ne, verlassen durfte, so für 2 Stunden. Danke. Der Gedanke war heute auch das erste Mal, als ich aus dem Date dann gerissen wurde, dass man wirklich so ein bisschen down ist. Ja, sie hatte ja vorher keine Dates. Ah ja. Ach. Das war so das Problem. Und vorher konnte sie auch zurück in die Villa, jetzt muss sie in ihr Loch. Du kannst gar nicht mitreden, wie das so ist nach so einem Date eigentlich. Aber es ist aber, die anderen sagen das auch an dieser Stelle immer. Ich will auch immer sowas sagen. Wir haben heute eine Pilotin sogar. Ach, das ist mir auch gar nicht aufgefallen. Oh, RTL ist so vielfältig, ne? Mhm. So Emanzipation auch. So ist es. Aber ist ihm direkt aufgefallen. Direkt hat Angst um sein Leben. Direkt erstmal Unsicherheit, ne? Und was auch noch ganz schön gemein ist, das haben wir gerade gar nicht mal eingeblendet, weil es so erbärmlich und erniedrigend ist für Yeti. Aber sie durfte ja einfach auf so einem Kombi durch den Wald fahren und die hier fliegt in so einem beige Leder-Helikopter über Richtig. Also, Rio. Vor allem...
die Dates mit Jedi bomben einfach jedes Mal. Erst dieses Drachensteigen am Strand, Katastrophe. Dann, was jetzt nicht wollten an die, ihr jetzt lag? Wollten die eigentlich, nee, aber jetzt wollten die eigentlich Drachen fliegen und geht auch nicht. So, ihr sollt einfach nicht zusammen fliegen. Jedi, lass es einfach. Ja, deswegen habt ihr einfach da unangeschnallt auf diesem komischen Auto, seid ihr da durchs Rio gebrettet worden. Ich habe halt quasi gehofft, dass die halt irgendwann nochmal zum Einsatz kommt. Und das war jetzt heute der Moment und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Die Schokolade. Genau, also sie hat ihr in der ersten Folge eine Tafel Schokolade geschenkt und meinte, ich würde mich freuen, wenn wir die zusammen genießen könnten. Und jetzt hat er sie ausgepackt. Ich habe gesagt, hättest du ihm am ersten Tag einfach mal ein Kondom geschenkt. Zack, wäre die jetzt im Mile High Club gewesen. Das hätte sich auf jeden Fall noch mehr gelohnt als Schokolade. Das nennt sich was für ein Club nochmal? Mile High Club. Mile High. Ja, ich weiß nicht, ob Helikopter zählen auch, mit Sicherheit. Natürlich, im Flug, ne? Ja, wahrscheinlich. Also das geht darum, dass du gebumst wirst im Flug, ne? Darfst auch aktiv bumsen. Ach so, ja. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall auf der Bucketlist. Und Schatz, ne, beim nächsten Mal würde ich, wie gesagt, ein Präservativ, ne? Genau. Ein Präservativ verschenken. Ich glaube, egal was man mit dir macht, zu 90% du hast schon mal gemacht. Sie bringt dir bei, Bruder. Gruppe. Alles Mögliche. So, was ist das? Ey, habt ihr auch alles im Kasten? Ist das okay? Ja, mach mal weiter. Hat sich gerade das Go von Chiara geholt. War okay, war nicht so viel. Ja, okay, alles klar. Chiara, in ihrem Blumenkleid. Ja, das ist wahr. Ja. Schön, dich zu sehen. So. Gut siehst du aus. Danke, auch so. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du hier bist. Das, liebe Leute, ist eigentlich schon die Bachelorette-Staffel. Schön, dass du hier bist. Schön, dass du in meiner Show bist. Ja. Und was sagst du nochmal als Designer zu dem Auftritt? Ach so, zu dem Outfit der Bachelorette. Ich habe gesagt, dass das ein Steamer eine tolle Erfindung ist. Und die hätte sie vielleicht auch mal benutzen können. Ja, wir sagen in Serbien immer, sie sieht so aus, als hätte sie eine Kuh gekaut und ausgespuckt. Boah. Das sieht ein bisschen so aus, tatsächlich. Okay, Schatz. Aber ihr seid auch einfach ein bisschen derber in der Sprache, ne? Nicht nur in der Sprache. Oh. Du kannst ja als 19. gehen oder als 2. Ist der gleiche Verlust. Nee, irgendwie die Richtung, warte mal, ich hole noch mal kurz eine Tasche. Wieso? Weil, so. Also wenn du hier in irgendwas 4 Monate Arbeit rein investierst und in irgendeine Forschung 20 Jahre rein investierst. Ich rechne das kurz mit, ne? Ist ja. Dasselbe wahrscheinlich, ist so derselbe Schmerz, ne? Ja. 1:1. Vor allem Schmerz, Reichweite, Abonnenten, Bekanntheitsgrad, Liebe, nicht vergessen, Gefühle. Irgendwo. Es ist immer so leicht zu sagen, ich will eine Rose, aber das ist ja gar nicht, was man wirklich will. Richtig, weil du willst die letzte Rose. Nee, du willst eine eigene Show. Sie will einen blauen Haken. Eins nach dem anderen. Aber der wird eh immer unwichtiger, habe ich gehört. Ist es so? Ja. Sie hat schon einen blauen Haken. Was? Ja. Was? Ja, safe. Ihre Mutter. Ihre Mutter, ich ihre Mutter hat das gemacht. Schreibst du mit ihr? Nein. Oh mein Gott, wieso schreibst du mit ihr? Er schreibt einfach mit ihr. Stimmt nicht. So, hier, ich schicke dir mal ein Steamer. Süße. Ja, nutz meinen Rabattcode. Ist so. Ja, du hast kein Netz, Karma. Ja. Und mit ihr auch schreibst einfach. Ja. Hä, warum hat sie den schon? Ja, keine Ahnung. Das geht gar nicht. Direkt beantragt, als sie das Go bekommen hat, wahrscheinlich für die Show. Ja, das läuft so aber nicht. Ja, das weißt du besser als? Weil sie bei, ja, ich habe auch keinen. Weil sie beim Produzenten war. Hm. Safe. Unterstellen wir, ja? Nein, weiß ich nicht. Ah. Oder ihre Mutter. Egal. Geil. Ja, dann, was haben wir? Mexiko? Wie hieß das da, wo die waren? Oh. Wissen wir gar nicht, ne? Oaxaca. Oaxaca, genau. Rio. Ja. Wurst. Wurst. Ab nach Wurst. Geil. Danke dir auch. Ganz viel Spaß noch. Danke. Okay, tschüss. Tschüss. Hadi, bye bye. Hadi, ciao. Mach's gut. Ganz viel Spaß. Danke für nix. Oh, jetzt sind wir schon bei der nächsten Folge. Ja, es gab in der Zwischenzeit gab es einen Trauerfall. Also,
Sieht's aus, ja. Ja, wir sind eigentlich jetzt schon in die nächste Folge gejumpt, Leute. Wir haben es gar nicht gemerkt. Vor lauter Chiara-Bashing. Ja. So, und jetzt sind sie bei den Familien. Genau, Home Dates. Wir sind jetzt bei Schwester und bester Freundin von Utze. Utze, Schwester mit Pony und die beste Freundin, ne? Und wir haben halt also voll viele Gemeinsamkeiten auch. Er arbeitet komplett remote, also er kann arbeiten von wo er will. Okay. Er lebt auch, also er ist nach Dubai gezogen. So. Krasse Gemeinsamkeit. Ja. Wir sind so viel gemeinsam. Ja. Dubai, remote. Remote Work. Vielleicht ist nach beiden Vertrauen wichtig. Aber lass mal erstmal so die Hard Facts klären. Ne? Also er hat 22 cm, remote und Dubai und 200.000 Follower. Und die anderen beiden so, oh. Das passt richtig gut, siehst du. Sehr glücklich. Also ja. Sie wirkt wirklich sehr begeistert. Sie wirkt fast schon so ein bisschen, als hätte sie ein paar Pilze gegessen. Sie ist schon sehr glücklich. Ja, also weiß ich nicht. Sie kam da an, hat erstmal richtig geheult. Da dachten wir so, was ist denn jetzt passiert? Wie du gesagt hast, gab es jetzt irgendwie einen Trauerfall. Wir wissen es nicht. Und dann hat sich es aber komplett gedreht, das Blatt. Liebe Schnupflas, es ist soweit. Batida. De Coco. Hat uns eine Flasche zukommen lassen. Leider über nein. Den Edeka ums Eck. Und über deine Kreditkarte. Also, richtig. Wir mussten das jetzt mal endlich probieren. Ja. Ich will danach nämlich zum Sport, deswegen wollte ich jetzt nicht bis zum Finale warten. Okay. Weil original, verstehe. Wir haben im Finale gar nicht so viele Sequenzen. Aber das ist gut vorm Sport, glaube ich. Ah, ja. Okay. Also wir probieren erstmal ein Stückchen pur, würde ich sagen. Ehrlich? Und dann mischen wir das mit Saft. Ja. Darf ich mal riechen? Oh, es riecht aber richtig gut. Das riecht so ein bisschen nach Duftkerze. Wow. Batida. Probier mal so. Mhm. So, Freunde. Okay, cheers. Also, ja. Mhm. Cheers auch mit euch. Cheers. Danke für diese geile Staffel. Hat echt Spaß gemacht. Oh, Sarah ist überall, ne? Mann, ey, wie auch immer mit aufs Bild. Ja, also, probieren wir mal das Glomp. Also, man kann es auf jeden Fall auch pur trinken. Und zwar sogar richtig gut. Findest du nicht? Ja, es ist schon hardcore süß. Also aber es ist nicht so dickflüssig, wie ich es jetzt erwartet habe. Ja gut, ich weiß nicht, woran du gedacht hast, aber das ist... Das sieht so dick aus, irgendwie Milch halt irgendwie. Ja, aber es schmeckt echt gut. Ciao. Tschüss. Wie viel Prozent hatten das? Macht man da schon leichtere Mischen, oder? 12 oder was? 16. Oh, das wird gleich knallen in der Kiste. So gut gegessen? Ja, ich habe 2 Chicken Burger gegessen. Auf dem Weg hierher. So, mit Edeka Eigenmarke Maracuja-Saft. Ich bin jetzt ein bisschen sentimental auch. Ja? Weil ich dich danach nicht mehr wiedersehe. Und euch auch nicht mehr. Oh, komm, wir haben schon noch ein bisschen Zeit. Außerdem müssen wir Chiara als Bachelorette kommentieren. Cheers. Cheers. Oh, so wird aber eine Nummer draus. Dadurch, dass der Saft nicht so süß ist, finde ich es jetzt noch besser. Ja. Ja, hört sich gut an. Sie ist auf jeden Fall sehr glücklich. Ja, jetzt bin ich noch mehr gespannt. Sie sieht wirklich sehr, sehr, sehr glücklich aus. Ihr Gesicht entgleist komplett, gell? Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn du mir deine neue Freundin vorstellen würdest und so bei mir am Tisch sitzen würdest, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen um dich. Das ist ja richtig glücklich. Ja, weiß ich auch nicht. Wirkt, ich weiß auch nicht, was da mit dem Gesicht los ist. Auf jeden Fall hat sie es nicht so unter Kontrolle. Sie sprudelt über vor Glück, ey. Fabienne. Genau, ich bin Schwester, ja. Darf ich? Hi. Gleich die Schwester auch erkannt. Warum eigentlich? Ja, ein Pony. Also hat er gut gemacht. Ich finde, die beiden sehen sich gar nicht so ähnlich. Richtig. Weißt du? Ja. Sieht echt schön aus. Ja. Und nicht nur wegen der Farbe von euren Outfits. Hat das Styling-Team gut gemacht, ne? Ja. Immer passend aufeinander abgestimmt. Wirklich bei jedem. Richtig. RTL ist auch so ein Manipulator. Ja. Ach, meinst du? Findest du? Wieso? RTL? Nein. Ja, das ist übereckt mir auch mein Arbeitgeber. Also bitte lass das, ja. Nein, aber wie die uns so ein bisschen so trügen wollen, auch mit den passenden Outfits, weißt du? Ja, meinst du, dass es geplant war? Ja, ja, immer. Okay. Ich fand, dass die sich auch im Gespräch oft ergänzt haben. Oder einfach die Blicke. Die Blicke. Welche Blicke? Die Blicke? So, jetzt komme ich mal mit den Überraschungen um die Ecke ausnahmsweise. Mhm. Und zwar lernst du jetzt noch jemanden kennen. Okay. Mein Ex-Freund.
Ey, das war richtig geil. Der, mein Ex-Freund. Der kommt jetzt hier mit rein. Genau, der sagt dir jetzt alles, was ich gern habe, im Bett und so. Und außerdem sagt ihr noch, was du nicht machen darfst. Ah, eigentlich war das so geil, so eine Übergabe, ne? Wie der Nachfolger bei der Arbeit. Ja, man hat es überall, bei der Arbeit, ja. Urlaubsvertretung, weißt du? Richtig gut. Also könnte man drüber nachdenken, jetzt mal im Ernst. Es wäre echt gut. Ja. Setz dich mit einem Ex-Freund von deiner Freundin zusammen oder von deinem Freund oder whatever und sagst, so, Pro und Contra SPD. Was darf ich nicht? Also es würde mich echt interessieren, was ihr auch dazu sagt. Findet ihr das gut? So eine Übergabe wäre eigentlich ganz nice. Ja. Gut, Sie schön. Danke, kann ich nur zurückgeben. Ja. Nehmen wir Platz. Vielen Dank. Der Vater ist so geil. Ja, ich finde ihn so cool. Ich finde ihn übertrieben sympathisch. Was machst du beruflich? Was? Ich bin selbstständig. Bist selbstständig? Ich nenne es jetzt einfach selbstständig. Ja, weil es ist immer schwierig, das alles zu erklären, ne? Richtig. Influencer? Was machst du genau? Also jetzt gerade suche ich eine Frau, hätte er sagen sollen. Beruflich. Ja, genau. Stimmt. So wie jedes es gemacht hat. Und ich habe einen Rabattcode. Immer parat. So, also. Ich glaube, die ist schon ein bisschen verliebt. Die hat Strahlen in den Augen. Das, und so wie sie sich heute gegeben hat mit mir, das hat mir nach ein bisschen verliebt ausgesehen, ja. Aber ganz leicht. Ganz leicht. Also ich erkenne ihre Mimik gar nicht mehr wieder. Ich wusste nicht, was da los ist. Irgendwas hat mit ihrem Gesicht nicht so ganz gestimmt. Also erst dachte ich Botox, was irgendwie schief gelaufen ist. Dann ist mir eingefallen, nein, war nicht Botox. Wusste man das, was ich hatte. Ja, genau. Irgendwas mit B. Man ist jetzt halt einfach so auf der Zielgeraden, das Ende ist in Sicht so und ja, es fühlt sich auch nach Ankommen an jetzt so. Der Bruder kommt seit 18 Folgen kommt der Typ an, gell? Genau. Der Weg ist nicht das Ziel, das Ankommen ist das Ziel. Ich wäre mega traurig, wenn das jetzt vorbei wäre, weil ich dich wirklich gerne habe, aber... Weil du mich gerne hast? Ja. Und was ist das schon wieder? Weil du mich gerne hast oder weil du mich über alles liebst, weil du mich haken willst und weil du mein Kind gebären willst? Aber merkst du auch, wie sie ganz anders spricht? Sie ist so, oh, Dream Dates ist mir voll wichtig. Deswegen freue ich mich, dass ich noch hier bin. Und sie ist so, nein, du bist mir wichtig. Ja. Sie ist nicht so eine Durchtriebene wie die andere. Finde ich auch nicht. Also, keine Ahnung, kann man sagen, was man will, aber da, also ich kaufe das richtig ab, ja, ich dass sie mich doll mag. Ja, deswegen sind die ja heute auch noch zusammen, ne? Sind die? Wir müssen auf die Reunion Show warten. Ich bin auf jeden Fall verknallt, aber... Aber? Ja, mach es jetzt nicht so offensichtlich. Also normalerweise ist der Bachelor ja immer ein Arsch. Ja. Weil er allen irgendwie schöne Augen macht und dann Ciao sagt. Richtig. Aber ich finde, bei ihm ist es noch viel besser. Weil er sagt auch später was, das habe ich auch mit reingenommen. Er sagt, ja, verliebt sein würde bedeuten, dass eine Frau in meinem Herzen ist. Oder mein ganzes Herz einnimmt. Genau. Und er drückt sich immer schon so aus und sagt, ja, Gefühle ja, aber hier sind noch so viele. Richtig. Der macht das ganz schlau. Ja, also er verspricht nichts, was er einer anderen auch verspricht. Nicht so wie der Nico Griesert. Beispielsweise. Nico. Das war nicht gut. Guck dir das an und dann lernt von ihm. Lernt von ihm. Schreib ihm mal. Ich weiß, er hat schon mal geschrieben. Haben die? Ich glaube schon. Warum? Bestimmt. Er ist doch, warte. In der Bachelor-Family, ne? Nico macht doch auch viel mit Tim Stamberger. Tim Stamberger ist auf jeden Fall gut mit David befreundet. Kenn ich alle nicht. Ach so. Was macht Tim Stamberger? Der war bei Gerda in der Staffel Bachelorette. Oh, Gerda. Ja. Alles so hier untereinander. Wie geht's dir? Gut, sieht deine Schuhe aus. Ach so, okay. Kennst du ja, danke. Wie geht's dir? Gut, zieh deine Schuhe aus, du Schlampe. 3 Monate lang nicht gesehen, zieh aber erstmal deine Schuhe aus. Hier im Heimathafen werden keine Schuhe getragen. Ach so, Heimathafen, ja. Genau. Das ist jetzt, also lass dich jetzt einfach mal ein. Guck mal, Batida de Coco. Ja. Jetzt muss eigentlich gleich Urlaubsstimmung aufkommen. Und los. Wie natürlich, ja. Natürlich auch, ne? Warum saß er jetzt auf dem Sofa und hat auf seine Schwester gewartet? Ja, weil es da so schön war, wo er saß. Das war wie am Strand liegen im Urlaub. Deswegen saß er da schon. Wie in so einem Strandkorb, ne? Ja, genau. So, ganz natürlich auf sie gewartet. Hat sich schon mal ein Partie davor gegönnt. Ja, wir freuen uns super, Lisa wiederzusehen. Ne? Es war jetzt eine lange Zeit, wo wir sie nicht gesehen haben. Und, und eigentlich hätte sie auch in Mexiko bleiben können. Der Bruder sagt gar nichts.
als wär's Lisa. Wer ist das eigentlich? Nicht Lisa nochmal. Wer ist die Bitch? Der war gerade richtig überrascht, als er die Schwester reingeguckt hat. Ah, nee, Lisa, die. Okay. Man freut sich einfach, dass manche Dinge sich nicht ändern. Dass sie einfach genauso dumm ist wie vorher. Die Pazara. Was ist da eigentlich schief gelaufen? Was denkst du, was denkt René? Was denkt er? Wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren und ich kann auch nichts aus seinem Gesicht rauslesen. Lisa ist immer noch Lisa. Schade. Das haben wir uns anders vorgestellt. Wir dachten, sie verändert sich mal zum Positiven. Das hat aber nicht geklappt. Guck mal, ich sag euch eins, ne? Wie heißt sie? Pazara. Der Name ist natürlich auch nochmal der Knüller, ne? Also wenn ihr Pat als Freundin habt, ne? Da würde ich euch raten, blockt sie und geht. Aber warum Pazara? Also die kann doch nicht Pat heißen, Pazara. Die muss doch Patricia oder so heißen. Keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Aber das geht ja nicht. Und dann ist es ja eine Abkürzung. Warum machst du dann an der Abkürzung noch einen Sarah ran? Was ist hier schiefgelaufen? Warum hast du 50 Anker im Wohnzimmer? Wenn es der Heimat haben ist. Warum sagst du ihr vor laufender Kamera, gut geht's mir, aber zieh deine Schuhe aus, das sind Fragen über Fragen. Und wie ist er so vom Typ her? Ist er sehr offen, sehr herzlich oder ist er eher... Wie dein Bruder. Ist er eher so ein bisschen Intro. Ja, ist er herzlich oder ist es eine eiskalte Drecksau? Ja. Guck mal, Karma. Geht's? Brauchst du mehr? Das... Ich muss kotzen. Das ist, weil er ist doch Bachelor, er muss doch offen sein. Ja, das wäre so witzig, wenn ihr einfach so eine komplett introvertierte Person einsetzen würdet. Ja. Ja. Er hat so eine beruhigende, abholende Charaktereigenschaft. So, ne? Das ist, so ist ein sehr gut für dich. Ja, genau. Das ist sehr gut für dich, ne? Du bist um dich mal wieder runterzuholen. Du bist eine Stauzelch. Du hysterische Kuh, ist gut für dich, ne? Aber da war Lisa gerade selber überrascht, ne? Sie war so, ja. Sie hat schon zweimal auf die Fresse bekommen von ihrer Freundin. Ja. Schuhe ausziehen? Ja, tatsächlich muss ich die ausziehen. Sie lacht erstmal über die. Ja. Also ich musste die auch echt ausziehen. Aber dem Bruder fällt auch was auf jetzt. Ja. Die Frau, Schuhe ausziehen. Ja, komm rein. Der fragt echt, Schuhe ausziehen? Hä? Wo kommt der denn her? Was ist der denn? Dumm oder was? Aus welcher Kultur stammt der denn, wo man die Schuhe anlässt? Direkt ein Nein. Ja. Wirklich. Vielen Dank für die Einladung. Noch kein Problem. Ja, kein Problem. Ist ja nicht meine Wohnung. Gar kein Problem. Bei mir wärst du nicht reingekommen. Mein Bruder wohnt ja hier nicht. Genau. Genau, weil sonst wärst du ja auch nicht reingekommen. Ja, naja, warum in Urlaub fahren? Wenn man den Urlaub zu Hause hat. Ja. Warum überall Heimathafen, überall Anker und überall so ein Zeug war, ja? David war ja auch dann irgendwann so, sehe ich doppelt oder warum sind hier überall Anker? Anker, sogar auf den Servietten und was weiß ich was, auf den Kissen. Und selbst auf ihrem Tanga sind bestimmt kleine Anker. Ich weiß, aber die trägt keine Tanga, sie trägt richtig Schlüpfer. Warum? Weil ich das sag. Sagt das deine Expertise? Ja. Und dein Bruder? Pazara sagt mir das. Was trägt dein Bruder? Das Gleiche, die teilen. Okay, ich habe ganz die Kopfkino. Also, aber ihr könnt euch merken, ihr braucht nie wieder in Urlaub fahren. Ihr müsst euch einfach nur ein paar Sachen mit Ankern drauf zu Hause ins Wohnzimmer schmeißen. Vor allem, also Urlaub steht ja so für Fernweh eigentlich, ne? Genau. Ich fahre irgendwo hin. Aber Anker und das Wort Heimat. Heimathafen. Es war auf jeden Fall eine sehr vertraute Stimmung zwischen uns allen. Also es war jetzt nicht so, wie wenn man das erste Mal erst aufeinander trifft und da jetzt irgendwie, ne, man da sitzt mit einem Stock im Arsch. Er hat manchmal so eine andere Wahrnehmung als wir, ne? Also ich habe da unendlich viele Stöcke und unendlich vielen Ärschen gesehen, ehrlich gesagt. Ich glaube mindestens so 15 Stück bei René. Man weiß nicht, was man sagen soll oder irgendwie so, sondern es war sofort... voll harmonisch. Das floss, ne? Ja, da ging es durch die Runde im Heimathafen. Da waren die Vibes im Start. Mich würde ja interessieren, was du über den René herausgefunden hast. Weiß ich nicht. Wieso? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich gar nichts. Ach so. Einfach gar nichts. Aber das floss. Ja. Ja, es war ja im Sommer, wo du mir das dann erzählt hattest. Na, ich habe mich beworben. Und ich dachte mir schon so... Peinlich. Peinlich. Oder endlich ist sie weg. Ja, weil ich gedacht habe, ach, so weit kommt sie ja gar nicht.
guckt er den Hässlinger an. Zum dritten Mal in die Fresse einfach. Solche Freunde braucht man. Sie haut einfach immer wieder rein. Ja. Und jetzt sitzen wir hier, ne? Jetzt sitzen wir hier im Urlaub, ne? Bei mir hier, mein Mann, da haben Idioten, Martin, Mexiko und Rio, ist so dumm, guck mal, hier ist Urlaub. Ja. Ganz schön weit. Ja. Ja. Na, wir hoffen, es geht noch weiter. Wir haben ja gelacht, ne? Ja. Wenn sie jetzt schon so weit gekommen sind, die Hässliche. Muss ich auch gelohnt haben. Also, wenn du schon auf sie abfährst, dann nimm sie jetzt auch komplett. Ich meine. Da haben wir sie nicht mehr in der Backe. Genau. So, ich sag auf, ja, mir fällt nichts ein. Ich bin sprachlos und einfach nur glücklich, dass du endlich wieder da bist. Und auf dich, Schnucki. Alles Liebe. Aber wir gehen auf den Bachelor. Ja! Den gibt's auch. Wir sind jetzt bei ihr zu Hause. Bei Chiara. Jetzt sind wir beim Main Event. Genau, das ist jetzt sehr lustig. Und jetzt haben wir Chiaras Mutter kennengelernt. Das ist so absurd und paradox auch. Das ist so. Ich habe auf diesem Sofa hier früher Bachelor geguckt. Ich habe mir vorgestellt, wie wäre das, würde ich da mal mitmachen. Das ist 10 Jahre her. Ich sag ja. Seit 10 Jahren Fan. Sie ist ein richtig eingefleischter Fan. Ja. Das ist richtig krass. Sie ist wie so ein Groupie, ja, der mit in Backstage darf. Genau. Ja. So fühlt sich das für sie an. Und jetzt sind die endlich in ihrem Wohnzimmer. So. Mit ihrer notgeilen Mutter. Und jetzt ist das einfach mein Lebensmittelpunkt. Wow. Das ist einfach ihr Lebensmittelpunkt. Freunde, Familie. Draufgeschissen. Scheißegal was. Draufgeschissen. Lebensmittelpunkt ist jetzt hier diese Show. Das ist jetzt mein Leben, Leute. So, und ich da arbeite ich seit 10 Jahren drauf hin. Ja, mich interessiert natürlich total auch der Bachelor. Wer kommt da wirklich? Also ist das wirklich die Granate, wie das immer so angekündigt wird? Warum willst du das wissen? Sie will einfach nur, dass irgendein geiler Typ jetzt bei ihr zu Hause rumsitzt. Warum ist das für dich wichtig? Ob der jetzt so geil ist? Die Bachelor sollen ja immer so heiß sein. Lasst mal sehen. Habt ihr Hans-Dieter hier gesehen, ja? Das ist ein Mann. Bringt mal jemand her, der geiler ist als mein Hans-Dieter. Was macht er beruflich? Influencer-Model und... Halleluja. Ein Model. Ein Influencer. Ich geh mich schnell nachschminken. Wäre ich ganz nass. Ja, ich bin gespannt, welcher Typ man er ist. Und werde mir dabei ganz klar die Frage stellen, ist das ein Kick? Also finde ich ihn direkt sympathisch und attraktiv? Oder stehe ich da vielleicht und denke, naja. Schatz, was hast du denn da durcheinander gebracht, Maus? Also, regt sich da bei mir unten was, schwillt da was an oder was passiert da? Warum juckt dich das? Das ist eventuell der potenzielle neue Partner deiner Tochter. Das ist echt so. Das ist ganz, 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 ganz creepy. Warum muss sie denn geil werden bei dem? Ja, das weiß ich nicht. Das ist gruselig. Ja. Ich würde nicht mit ihm da übernachten. Ich meine, gut, es gibt schöne Männer. Das gehört für mich dann auch schon nicht mehr zum Durchschnitt. Die sind dann schon sehr schön. So wie er. Und er so wie ich halt, ne? Nicht zum Durchschnitt. Also ich bin kein Durchschnitt. Habt ihr gehört? Aber ich gehe jetzt tatsächlich davon aus, dass hier gleich was ganz Exklusives kommt, ja. Ja, ich verlange das auch ein kleines bisschen. Wenn ich hier schon im Fernsehen bin, dann muss ja auch die Geisterdrecksau alle Zeiten reinlaufen. Sie sind ja schon 15 Staffeln geguckt und ich bin richtig horny. So, ich will den mal live sehen. Geil, ey. David, freut sich, euch kennenzulernen. Hi, David, hallo. Freut mich. David kann auch nicht selber reden. Nein, aber David freut sich, dich kennenzulernen. Der David, der freut sich, ne? Und Hobbys und so, erzähl mal, was machst du sonst im Leben? Also ich treibe. Erzähl mir was bisschen. Erzähl mal. Schon mal im Swingerclub gewesen, macht dir das Spaß sowas? Was kannst du dir das vorstellen? Erzähl mal, der Mutti, was du so magst. Schon mal im Swingerclub gewesen. Magst du schaukeln? Genau so. Ich treibe wahnsinnig viel und gerne Sport. Ich habe auch leistungsorientiert Basketball mal gespielt. Mhm. Okay. Erzähl mir mehr beim Basketball. Hast du da viel geschwitzt? Oder? Also einlochen kannst du schon mal. Aber mir würdest du doch keinen Korb geben. Oh mein Gott, der war richtig gut. Mittlerweile mache ich alles Mögliche. Ich probiere mich mal am Tanzen. Ich habe auch sogar mal Salsa-Tanzstunden genommen. Wow. Ja, wow, aber ja. Stunden wieder wow.
Wow. Salsa. Muskeln kannst also auch bewegen. Wow. Was denkst du, was es hier heute zu essen gibt? Also wenn du so fragst, Conny, dann weiß ich es. Dann gibt es Zitronenkuchen und Lasagne vielleicht. Genau, das gibt's. Ja. Ja. Das ist irgendwie so ein Insider, den habe ich wahrscheinlich übersehen, ne? Wahrscheinlich, die haben sich wahrscheinlich da ein bisschen drüber unterhalten. Als sie auch über dieses Karottenbuch geredet haben, ne? Conny ist wirklich eine super liebe, sympathische Frau auch. Auch eine sehr notgeile, ja, Frau auch. Ein bisschen. Pass auf dich auf, ich auf jeden Fall. Nicht allein mit dir, schön, Bruder. Nicht nachts irgendwie auf Toilette gehen. Und auch wenn wir uns mal eine Woche nicht sehen, finden wir eigentlich, sobald wir uns wiedersehen, direkt wieder zueinander. Das ist ja sehr besonders. Finde ich auch. Also sonst ist man ja... Also eine Woche weiß man ja, keine Chance. Trifft man nie wieder die Person. Einfach weg. Findet man einfach nicht mehr. Kennt ihr das nicht auch? Also ja. Ich habe schon so viele Menschen verloren. Deswegen gucken wir auch immer, dass wir uns nach 6 Tagen mindestens wiedersehen. Alle 6 Tage müssen wir uns sehen, sonst feiern. Sonst ist vorbei. Ja. Wir haben eigentlich gehofft, dass Chiara soweit kommt. Damit sie so lange wie möglich weg ist. Also. Und wir haben auch nicht gehofft, dass sie sich verliebt, sondern dass sie wirklich so viele Runden weiterkommt. Die haben zusammen wahrscheinlich hier so eine Flipchart gehabt und haben da auf den Plan geschrieben, haben dann zusammen die mathematisch haben alles berechnet. Bearbeitet. Genau. Ja, Mann. Ja. Und in dem Moment erzählst du dann vom Kartenbaum, ja? Und Mama hat jeden Abend angerufen. Ich wollte sagen, sie gefingert. Sie hat sich schon wund gefingert. Nein, hätte sie das gemacht, wäre sie jetzt vielleicht ein bisschen entspannter gewesen. Ja, ne? Nehme ich zurück. Hat sie auf jeden Fall nicht gemacht. Wahrscheinlich hat sie irgendwie Sehnenentzündung. Nein, aber Mama hat angerufen. Sie hat einfach die DSDS-Nummer genommen. Sie war so, das klappt bestimmt auch. Sie ist einfach sehr überzeugend und stark und die weiß sehr genau, was sie macht und auch, wo sie hin will. Ja, ja, das wissen wir. Haben wir auch erkannt. Ja. Schatz, du hast ihn um den Finger gewickelt und so, ja Mama, ich glaube, es klappt. Er frisst mir aus der Gelnagelhand. Chiara ist einfach Bombe. Jetzt kommt die Laudatio. So wurde meine Mutter würde mich auch immer so beschreiben. Wirklich? Ja. Einfach Bombe. Sunny ist einfach Bombe. Ja. Aber das ist noch nicht genug, Leute. Falls ihr nicht wisst, was sie meint. Chiara ist der absolute Wahnsinn. Das erklärt aber auch so ein bisschen, warum Chiara so ist, ne? Wie sie ist. Weil sie so gebraucht wird, sie will von Mama. Von der Mutter. In den Himmel gelobt wird sie Bombe. Ich glaube, die Mutter würde gerne Chiara sein. Meinst du? Ja. Kennst du das nicht, wenn Mütter quasi eine Tochter bekommen? Ah, und die dann so, du kriegst alles, was ich nicht bekommen habe. Genau. Hm. Chiara überzeugt auf jeder Linie. Das ist ein bisschen crank. Es ist schon sehr viel. Aber es, guck mal, ganz ehrlich, es ist ein bisschen too much. Ja, aber besser es ist auch, so. Wollte gerade sagen, ja, besser so rum. Ja. Es ist auch ein bisschen süß, dass sie auch die Tränen so dabei zurückhalten muss. Sie ist richtig sehr stolz auf ihre Tochter. Genau. Also besser so rum. Ja. Als andersrum. Also ich meine, wegen Urvertrauen und so, auch in der Kindheit. Mhm. Aus ihr wurde trotzdem eine falsche Natter. Aber man kann es halt nie richtig machen. Ja, dann sitzt du da als Mutter natürlich und denkst, was kommt jetzt bloß? Ja. Was will sie uns denn bloß sagen? Mhm. Tja, das sind dann so die typischen Fragen, die man sich stellt. Ich bin schwanger, was weiß ich, will heiraten, irgendwie sowas. Und als sie es dann schließlich gesagt hat, dass es zum Bachelor geht, da war ich fassungslos. Ich habe erstmal nur geweint, weil ich auch wusste, dass damit auch ja einer ihrer Träume in Erfüllung geht. Und ich war fassungslos, dass sie das wirklich geschafft hat. Ja. Was denn jetzt? So. Also ihr Lebenstraum war einfach nur beim Bachelor zu sein, ne? So. Das, ich finde es krass so, ja, sie wollte mit uns sprechen und ich dachte so, oh, vielleicht ist sie schwanger, vielleicht will sie heiraten. Vielleicht hat sie und dann meint sie, sie macht beim Bachelor mit und dann ist sie komplett zusammengebrochen, musste erstmal weinen, weil sie ein Traum für sie und für sie. Also es ist quasi krasser für sie, dass sie zum Bachelor gekommen ist, als dass sie schwanger geworden wäre. Ja. Hätte sie nicht so schockiert. Und die Mutter ist auch noch so, sorry, doof und sagt das vor ihm. Ja. Inwieweit fühlt er sich denn jetzt dadurch bestätigt? Er fühlt sich nicht bestätigt, als sondern Person. Er denkt sich, ah, fuck, Bex. Sorry, aber ich weiß jetzt, dass deine Sorge irgendwie berechtigt war und du wirklich aufrichtig zu mir warst. Ja. Komm ja. Bitte zurück. So. Das ruft in mir die Frage auf, warum ihre Mama sagt, das war ihr Traum. Guten Morgen. Ja, weil sie Traum war. Weil Kris Jenner zu ihrer Tochter Kylie gesagt hat, mach da mal mit. Du bist auch manchmal echt ein bisschen gut, glaube ich, ne, mein Lieber. Musst du mal mit ihm besprechen.
sieht halt das Gute an Menschen. Deswegen. Deswegen ist er mit dir befreundet. Ne? Genau. Also wie war das gemeint? Was hat das für Hintergründe? Genau die, an die du gerade denkst. Genau die, die wir schon vor 6 Folgen vermutet haben. Die und keine anderen. Und jetzt sind sie in der Kirche. Und haben das Konzept Kirche nicht so ganz verstanden. Er betet aber also, bitte lass eine Orgel auf sie fallen. Bitte lass sie verschwinden. Bitte bring Bags zurück. Ja. Naja, also da hat mich auch ein bisschen gewundert tatsächlich, dass sie jetzt ja in der Kirche sitzen. Und dann wollte ich euch noch was sagen. Also ich habe ja ganz viele religiöse Tattoos, ne? Mhm. An versteckten Stellen. Und jetzt wird einmal, und das freut mich sehr, das Prinzip der Kirche erklärt. Genau, falls es erklärt. Einer von euch noch kein Kirchengänger ist. Genau, wie das so funktioniert. Es lohnt sich. Auch an alle, die nicht, also die keine Christen sind. Hier wird es euch jetzt erklärt, ja, falls ihr da im Unwissen schwebt. So funktioniert die christliche Kirche. Und einfach auch dankbar dafür zu sein und wirklich ich auch einen Wunsch geäußert habe, den ich, ja, von dem ich hoffe, dass er in Erfüllung geht. Die Kerze, die wir vorher angemacht haben, die leuchtet. Wenn die jetzt leuchtet, dann geht der Wunsch in Erfüllung, den du dir gewünscht hast. Genau. Und du kannst wirklich jeden Tag hierher kommen. Du gehst in die Kirche, du gehst dahin, zündest eine Kerze an, machst die Augen zu, dann wünschst du dir was und wenn die Kerze noch brennt, genau, dann regelt der liebe Gott das für euch. Genau, manchmal könnte es auch sein, dass du auf einmal einen Pimmel im Mund hast, aber hier könnt ihr wirklich hingehen, das ist wie eine Genie-Lampe oder so eine Jukebox. Genau. Ihr wünscht, guck mal, bei ihr hat's auch geklappt. Guck mal, ihr müsst auch nicht nach Rom und so eine Münze über eure Schulter werfen, in diesem Brunnen, damit ihr irgendwie Glück habt oder euch ein Wunsch erfüllt wird. Ihr müsst einfach in irgendeine Kirche gehen und eine Kerze anzünden. Ihr könnt ja selber eine Kirche bauen. Genau. Ist auch okay. Ja. Ab wann ist es eine Kirche? Wenn irgendwo ein Kreuz rumsteht. Und dann wünscht ihr euch was und dann geht's in Erfüllung. Wenn die Kerze brennt, die ihr angezündet habt. Ich wusste sofort, was ich mir wünschen will. Also für mich gibt's gerade nur eine Sache, die ich mir ganz, ganz arg wünsche, und das ist einfach hier, dass sie sich verpisst. Dass sie wirklich einfach, dass sie auf Rebecca gehört. Drei Sachen packt und geht. Ja, so ist es. Wollen wir nochmal? Einmal noch mit Kirsch probieren wir noch. Ne? Ja. Kann man das auch mit Kirsche trinken? Ich glaube ja. Also ich glaube, Kirsche und Kokos ist richtig lecker zusammen. Ist angetrunken ins Gym gehen schlimm? Nee, das ist super. Alkohol verdünnt ja das Blut so ein bisschen. Das ist dann gut für die Durchblutung, ist dann gut für den Pump. Außerdem ist da Zucker drin, das heißt schnelle Kohlenhydrate. Das heißt, du bist auf jeden Fall energiegeladen. Also falls ihr euch auch gewünscht habt in der Kirche, dass wir euch ein paar Fitness-Hacks geben, ja, immer schön ein bisschen Batida saufen, bevor ihr ins Gym geht. Ja. Und ihr ungefähr 200 Kilo auf eure Schultern nehmt. Das macht ihr. Und dann schön Kniebeuge. Cheers, ne? Sieht auch schön aus, ne? Auf, sieht was aus wie auf ein Smoothie. Uns, auf, ja. Auf das verrückte Leben, ne? Schmeckt auch gut. Ey, Batida. Wenn ihr, zweite Glas Batida schmeckt super. Wenn ihr Bock habt, ne? Dann schreibt uns an. Wir machen auch so eine Batida-Werbung. Ja. Was deine Mom vorher so erzählt hat, dass es, gemeint, es war ein Traum von dir, beim Bachelor mitzumachen. Ist schon eine meiner favorite TV-Shows auf jeden Fall. Und ich gucke nicht viel Trash. Ja. Also, was heißt Trash? Will ich jetzt auch nicht sagen. Direkt Abmahnung von der RTL bekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nicht so schlimm, weil es ist Trash-TV. Also sorry. Ja, aber sagst du einem Sender gegenüber, was ihr da macht, ist Müll? Nein, aber so, also so heißt es doch aber. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob du das, also ja, weiß ich jetzt nicht. Doch, das kann man so sagen. Ja? Ja. Also ich meine, als wenn das jetzt, als wenn das jetzt so eine Doku wäre, dass Leute sich selbst inszenieren und ein Mann zwischen 23 Frauen wählt und die meisten davon Insta pushen wollen. Ja. I bet you. Also für mich, für manche Leute ist es ja ein Trash-Format. Jetzt habe ich alle beleidigt. So, guckst du einmal in die Runde, so alle, die da stehen. Ja, sorry, alle beleidigt, wie immer. Ihr wisst ja, ich beleidige euch auch sonst immer. Aber jetzt war es leider on-cam, sorry. Für mich halt nicht. Nee, für mich ist das mein Lebensmittelpunkt. Richtig. Wie schon gesagt, so, ne? Ob das jetzt ein Lebenstraum von mir war, eher nicht. Ich glaube, das ist eher mein Traum, mich in jemanden zu verlieben, der mich genauso liebt wie ich ihn. Sie ist so schlecht. Sie versucht es einfach nochmal so ganz kurz zu retten. Den Karren aus dem Dreck zu ziehen, das funktioniert nicht. Der ist komplett reingefahren.
Der ist reingefahren, die Räder drin durch, keine Chance, der Karren ist im Dreck. Das kriegst du jetzt auch nicht mehr rausgeholt. Als hätte sie sich sonst nicht verlieben können. Aber es war schon ein Träumchen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so allen gesagt habe, das ist mein Traum. Ja. Also das ist ein Trauma, weiß ich nicht. Ja, schon ein Träumchen, dass sie eigentlich ein Traum, weiß ich nicht. Dass ich es jetzt allen gesagt habe, während ich durch dieses Dorf gelaufen bin, nein. Aber schon so meine Ängsten wissen das, ja? Ja. Also guck mal, es gibt so einen Moment, ne? Das ist so dieser Break-Even-Moment, glaube ich. Da hältst du einfach die Fresse. Da sagst du einfach nichts mehr. Ab jetzt wird es noch schlimmer. Da sagst du einfach nichts mehr, Süße. Ja. Das war bei dir der Moment ab der zweiten Folge. Oh mein Gott, Batita macht mich richtig bitchy. Ja, geil, wir hätten es immer machen können. Jetzt geht's los. Es ist nicht für mich nicht nur bis zu dieser Rose oder ich will bis zum Ende bleiben, sondern ich will das danach auch auf jeden Fall. Mhm. Richtig. Ich will die Follower, ich will die Insta-Koops und die Einladung zu den nächsten Make Love, Fake Love, Bachelorette und so weiter. Ich will das. Fingers crossed, ja, das schaffst du. Also es war am Anfang, ich gehe zum Bachelor und nach dem ersten Einzeldate in Woche 1 war es David. Mhm. In Sekunde 1. Mhm. Also wer da, naja, er fällt rein, drauf rein. Ich wollte gerade was sagen mit wer darauf reinfällt. Aber dann, ja. Ja. Er halt, ne? Ja. Süße. Ich zitter innerlich und Hitzewallung, also ich könnte überhaupt nicht erwarten. Und ich hoffe, dass er jetzt dann gleich da reinkommt, dass ich ihn knuddeln kann. Sie ist so süß, ne? Annie Beste, wirklich. Wir sind jetzt auch in der letzten Folge. Richtig schön, sie zu sehen. Wir waren zusammen in Miami mal. Du süße Maus. Also ich finde die super süß. Ist sie auch. Wirklich. Ja. Und ich finde auch super fürs TV gemacht. Weil sie so ehrlich ist. Weil sie extrem ehrlich ist. Ja. Annie hat keinen Filter eingebaut. Bisschen surreales Gefühl auf jeden Fall. Ja, gell? Ja, nach so vielen Wochen. Ist das jetzt echt oder ist das andere jetzt echt? Oder was ist überhaupt echt? Was ist echt? Sind meine Instagram-Follower echt? Bist du wirklich hier? Bin ich wirklich hier? Wie bin ich hierher gekommen? Was sind wir hier? Mit der Frau bin, entwickle ich mich eher so in die Richtung und mit der Frau eher so in die Richtung und mit der Frau sieht mein Leben dann so aus. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ist es so? Keine Ahnung. So Menschen, also Partner machen schon was mit einem, ne? Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ich glaube wirklich, dass wenn du so einen Plan hast und du triffst Person A, dann geht das halt irgendwann mal so. Und bei Person B geht dann vielleicht irgendwann mal so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, dass die sich schon eine Tendenz bewegen. Also, wenn er jetzt mit Chiara da rauslaufen würde, ey, dann wäre der Weg halt so. Mein Spaß. Aber karrieremäßig würde wahrscheinlich so gehen. Ja, safe. Der wäre ganz weit oben. Auf jeden Fall. Aber Verschmelzung gibt es halt nicht. Ja. In dem Fall, dass man das alles in eure Person einpackt. Das können wir nicht machen, ne? Das gibt's nicht. Hat sie gut erkannt, Annie. Ja, schade. Das wäre aber auch eine spannende Mischung. Aus den dreien? Das snitchige Durchdachte von der Chiara. Die Glocken von der Utze. Und was bringt die andere mit? Dreckige Schuhe. Chiara. Die nimmst du nicht, gell? Ich finde, die Mutter hat direkt schon das Gift erkannt. Ne? Ja. Hi, ja, ich bin Chiara. So, wie heißt du? Sie ist raus. Die Ekelhafte hier. Boah, David hat schon richtig, richtig cool reagiert. Ne? Ich glaube, in so einer Situation kannst du aber auch einfach nicht abbrechen. Warte mal, was war die Situation? Das war die Story. Dass, mit dem Pümmel? Genau. Wo die Schwester an seinem Pümmel gezogen hat, bis er blau wurde. Ja. Seine Schwester, die saß da und hat seinen kleinen Penis in der Hand und zieht und sagt, ich will auch so was in der Welt ist. Und es war so witzig. Was auch mit in dieser Wand? Ich war auch dabei. Ja. Nein, so lange kenne ich nicht. Aber es ist witzig, ich würde gerne mal wissen, ich muss mal Charlene fragen, was sie von der Story hält. War es die Schwester, die wir gesehen haben? Ja. Okay, hat's geklappt? Dass sie auch einen Penis kriegt, oder? Ich weiß nicht. Genau, ich habe da gestern so ein bisschen so geknotet und so. Ja, geknotet. Okay. Sie hat einfach ein Geschenk dabei, weil sie geknotet hat. Ja. Ich habe an so einen Schnürsenkel gedacht, den sie da irgendwie zusammengeknotet hat. Hast du das selber gemacht? Ja, habe ich gestern selber gemacht. Oh, guck mal, wie hübsch. Voll die Schleimerin.
Findest du? Ich glaube, ich würde sie unterm Tisch treten. Als Chiara? Ja, du kennst doch die Mutter gar nicht. Was bringst du hier deine Knoten mit? Ja, aber David hat ja auch immer was mitgebracht. Immer was. Ach so, ja. Eine Flasche Sekt oder was weiß ich was so. Ja. Ja, so als... Ich finde es cute. Und die anderen beiden haben gar nichts dran gedacht. Ja, scheiße. Da ist Lisa euch einen Schritt vorausgegeben. Ja gut, aber ich weiß auch warum. Weil sie halt gerade am Knoten war, meinst du? Nein, bei der Utze zum Beispiel, ne, die hatte gar nicht mal so viel Kohle, weil sie immer so viele hochwertige Kleider kaufen musste. Aber bezaubern. Schöne Frau, ne? Ja, aber frag mich jetzt nicht, ich hab kein Favorite. Ich bring dich nicht in die Situation. Ich find die alle kacke. Die sind doch sowas nicht mit mir. Die sind einfach alle irgendwie scheiße, ne? Und können Sie mir alle als Mama vorstellen und als Partnerin und Schwiegertochter? Süß, ne? Ja. Aber kann man eigentlich gar nicht so schnell sagen. Nee, es ist also innerhalb der kürzesten ja. Zeit haben sie nichts gemacht, wo sie sich denkt, ja, no go. Ja, aber ja, Annie ist auch lieb. Also du gibst jedem eine Chance, ne? Ich glaube auch, ja. So sieht die auch aus. Deswegen durfte ich auch zu denen nach Hause kommen als Freund, ja. Ich würde schon alle drei gern mehr kennenlernen. Wird aber nicht passieren. Ich weiß. Tja, jetzt habt ihr das gleiche Problem, ihr zwei. Wie die Mutter, so der Sohn, ne? Ja, voll. Also, tust mir richtig leid. Du Opfer. Tust mir richtig leid. Jetzt ist schon Entscheidung. Da ist gar keine Werbekennung wegen DHL. Richtig, wenn sie springt sich in der Packstation. Schmeißt sich das nicht aufgefallen ist. Ich hab dieses Verliebtsein in mir und diese ganz bestimmte Art von Verliebtsein. Eine professionelle. Ja, ganz bestimmte Art, nämlich die nicht vorhandene Art. Genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt aufzugeben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf einmal weg ist. Nein. Kann nicht sein. Jetzt schon vorbei? Das kann nicht sein. Ich will, dass die Kamera für immer auf mich gerichtet bleibt. Und ich will das auch nicht. Auf gar keinen Fall. Nein, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Das darf nicht passieren. Ich habe noch keinen Folgevertrag unterschrieben. Ich würde ihr auf jeden Fall raten, immer auf die Exklusivitätsklausel zu achten. Nicht, dass die zu lang ist. Stell mal vor, die wird nach einem Format für 12 Monate gesperrt. Ja, dann ist der Untergang. Das geht gar nicht. Nee. Achte da immer drauf, Süße. Okay, wer kommt weiter? Angelina. Selbstverständlich. Das ist auch echt mal ein schönes Kleid, muss so, ich sagen. Eigentlich ja was Farbe, aber ja. Steht ihr auf jeden Fall gut, das bedeutet, ne? Ja, aber die Rose ist keine Überraschung. Zweistellig, huhu. Das war eklig. Der war eklig. Sehr eklig. Weil, und das passt auch gar nicht zu dir eigentlich. Das war ein Chiara-Spruch. Ob zweistellig oder... Wer bekommt Davids letzte Rose des Abends? Es ist so das tiefgründigste Verliebtsein, was ich bis jetzt hatte. Ist das krasseste Verliebtsein, ne? Ja. Das bedeutet... Die besondere Art von Verliebtsein, das Nicht-Verliebtsein ist ihr krassestes Verliebtsein. Sollte sie wieder erwartens jetzt rausfliegen, müsste sie ja richtig down sein. Heartbroken. Das ist ja das heftigste Verliebtsein, was sie jemals hatte. Also das heftigste Verliebtsein bedeutet für mich, du dachtest schon, wäre die große Liebe, oder nicht? Genau. Ja. Das bedeutet, sie müsste ja richtig down sein dann, ne? Sie müsste ja jetzt, ihr müsste jetzt quasi der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Genau. Lisa. Ja, schade. Okay. Da ist der Boden weg. Oh, guck mal, sie freut sich aber schon. Sie sagt, okay, muss ich nicht mal Schluss machen. Ja, schade. Und kann ich mich direkt bewerben für die nächste. Schau, passt auch das Storytelling voll gut. Bist ein ganz arg toller Mensch. Wirklich, ich bin echt dankbar darüber, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ja. Ja. Ja, ich bin auch dankbar. Das kannst du auch. Ich glaube, den Text, den David ihr gerade vorgebildet hat, hat Chiaras Mutter geschrieben. Hier liest du vor, wenn du dir auswirfst. Und sie so, ja, richtig. Oh mein Gott, das ist auch richtig schön betont. Ja. Du warst ein toller Bachelor. Ich habe wirklich jedes Date genossen und jeden Tag. Und ich war wahnsinnig gerne hier. Und mit dir war alles sehr viel leichter, als ich es mir vorgestellt habe. Es war so leicht, dich um Finger zu wickeln, Kollege. Genau, und du warst ein richtig guter Bachelor. Ich kenne sie ja alle. Also, du hast echt gut geschlagen. Du warst echt ein guter Bachelor. Voll gut, du bist echt mein Vorbild, wenn ich dann Bachelor bin demnächst. Also wirklich richtig gut gemacht, tippitoppi. Klar ist man enttäuscht, weil das natürlich auch ein harter Break ist, ne? Wirklich ein komplett harter Break. Also wirklich ein richtig harter Break. Richtig harter Break. Also die können jetzt leider nicht
ganz langsam und stetig Schluss machen, sondern einfach so von heute auf morgen. Ja, und das ist richtig hart für sie. Ihr könnt das sehen, ne? Mhm. Sie ist am Boden zerstört. Ja. Aber ich habe einen Punkt, ich habe Antworten und ich bin jemand, der sehr gut damit umgehen kann. Was sind denn ihre Antworten? Sie hat keine Antworten, sie wollte sagen Anfragen. Anfragen von Kooperationspartnern. Also alles gut. Das ist geil, ey. Mein Herz ist in der Mitte einfach gerade getrennt. Ja, das ist aber... Oh, sie sind schon die Entscheidung. Ja, sind das in der Entscheidung, aber das ist ja gar nicht so untypisch, ne? Mit linke Herzkammer und rechte Herzkammer. Ich weiß nicht. Er ist wirklich richtig verwirrt, ne? Der hat keine Ahnung, was er machen soll. Junge. Ich bin der Hamilton von Deutschland und das werde ich heute beweisen. Das ist die größte Selbstüberschätzung aller Zeiten. Ganz Freunde, beschädigen, ne? Am Wochenende, ja, haben wir meinen Geburtstag gefeiert. Wir haben uns gesehen am Wochenende. Und er war am Tisch und mit uns noch 6 andere Freunde, glaube ich. So. Und wir haben uns gefragt, wer hier am Tisch ist der schlechteste Autofahrer? Das war einstimmig. Einstimmig. Alle haben gesagt, David... Nee. Nee. Aber er nimmt es mit Ironie. Er hat aber auch nicht gesagt, er hat auch nicht gesagt, welcher Hamilton. Er weiß es auch. Ja. Das war ironisch. Meinst du? Und ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich aufrichtig, er denkt, er kann gut Auto fahren. Nein. Hat er so reagiert am Wochenende? Er hat schon den Eindruck so gemacht, ja. Als würde er damit nicht in Einklang gehen. Ja. Oh, okay. Egal. Auf jeden Fall, guckt auch mal bei Schizo auf Insta, weil da ist von dem Wochenende, da sind Bilder. Und dann gibt's da einen Slide, dann grüßt er die Schnuffelhasen. Hallo Sani, du Schnuffelhase, wo bist du denn? Gerade ihren Ehrgeiz, ihre Zielstrebigkeit. Das sind Eigenschaften an ihr, die ich wahnsinnig schätze. Hat mega Spaß gemacht. Das war mir wichtig, dass wir das reinnehmen, weil sie hat ihn ja weggeputzt. Sie hat ihn komplett, ja. Er nimmt es voll locker und gibt ihr noch Props, so. Ja. Und da muss ich sagen, habe ich ganz oft in solchen Formaten, sowohl beim Gay Bachelor als auch beim normalen Bachelor, immer so toxische Maskulinität, das ist schwierig nach 2 Gläsern, ja. Toxische Maskulinität festgestellt, wie bei dir. Ja. Und das hat er nicht. Nee, hat er in dem Fall echt nicht. Also er ist sehr competitive. Er gewinnt sehr, sehr gerne, er gibt sich immer sehr viel Mühe. Er verliert halt nur immer. Aber er würde... Gegen dieser verliert er immer. Macht doch ein Konjunktiv draus, ja. Er würde gerne gewinnen. Genau. Die sind richtig süß miteinander. Ne? Finde ich auch. Die Anziehung zueinander war nie größer, seither ganz klar. Also... Ich habe richtig Bock, ihn reinzustecken. Jetzt so langsam. Jetzt muss auch langsam mal passieren. Ja. Wird hart? Ja. Ja. Ich will auch nur nicht, dass heute vorbei ist. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du noch da bleiben magst. Weil es ist hart geworden. Ich wollte sagen primitiv. Nee, ich würde, wie heißt das, wenn du, das knallt, ne? Präventiv. Nicht, ja, präventiv und wenn du etwas aus, prinzipiell. Ja. Erstmal penetrativ. Nein, ich würde erstmal nein sagen, weil das ist voll gefährlich. Wenn sie jetzt Gefühle hat und wenn sie jetzt noch mit ihm schläft, ich finde, der Empfänger ist oftmals gefährdeter, Gefühle noch weiter zu vertiefen. So würde ich schon mal nein sagen. Du würdest jetzt an der Stelle würdest du sagen, nee, ich bleibe nicht. Je nachdem, ob ich vorher Batita getrunken hätte oder nicht. Aber hey, vorhin 2 Gläser hiervon getrunken. Hättest du schon auf die Kameraleute geschissen und direkt losgelegt. Der Miau. Ja, das ist totale Vorfreude. Aber natürlich auch so ein bisschen kribbeln. Wo kribbelt's denn? Wo denn ganz genau? Ich war einfach nur happy, heute Morgen mit Lisa in den Tag zu starten. Ja. Also, ja. No, was ist denn da passiert? No words needed, ne? Meinst du? Naja, er hat uns ja quasi... Glaubst du, er hat sie weggeschallert oder glaubst du, er hat sie nicht weggeschallert? Bestimmt. Oder sie hat ihn weggeschallert, weil sie... Sieht ihr eigentlich immer? Ich hätte mir das selber niemals erträumt, dass das wirklich mal so heftig werden könnte. Was ist der Liebesakt? Wollte ich gerade sagen. Bruder. Hat er gut gemacht, hat er einen guten Job gemacht, ne? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, dass heute das letzte Mal gewesen sein könnte, dass ich so viel Zeit mit Lisa verbracht habe. Das kannst du ja nicht verstehen, ne? Dass sich deren Gedanken immer um diese Thematik kreisen. Was? Du hast gesagt, ich zitiere, dass du
das nicht verstehst, warum die da immer so drüber reden. Ach so, ja. Weil du hättest dich heimlich trotzdem noch mit der Zweitplatzierten getroffen, ne? Nee. Ich meinte nur, es ist voll schade, dass deren Gespräche immer darauf hinauslaufen, von wegen so, kann sein, dass es das letzte Mal ist und so verrückt, wie wenig Zeit wir hatten und dass wir uns schon so bla bla. Das Gespräch dreht sich immer um die Sache an sich. Statt zu genießen, was man noch hat. Genau, gerade, ne? Ja, oder halt einfach irgendwie das Gesprächsthema auf was anderes lenkt. Das ist wie wenn du jetzt einen YouTube-Channel hast und du sprichst in deinen YouTube-Videos die ganze Zeit darüber, dass du einen YouTube-Channel hast. Weißt du, ich meine? So, du bist die ganze Zeit in diesem Thema drin. Mach ich doch. Nee, mach so nicht. Ready? Go! Nicht so gut geklappt. Aika und ich haben ein bisschen gebraucht, um miteinander warm zu werden. Der Fail-Bachelor einfach, ne? Kriegst du das Händchen, ne? Nee, also, ja. Jetzt! Oh, nee, sie will nicht. Ne? Ja. Ich finde das voll süß, ist so. Ja. Egal wie oft ich das jetzt mache, sie will aber nicht. Ja. Das Vieh will nicht mehr fliegen. Dass wir aufhören, so da zu liegen. Nee, das will ich auch nicht. Dass du gehst oder so. Nee, das will ich auch nicht. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du da bleiben magst. Natürlich. Ja. Klar. Na klar. Und du willst ja schon gar nicht mehr an. Sie wird auch nochmal weggeschallert. Ne? Sag mal geschallert. Ja, weggeschallert. Habe ich am Wochenende erst gelernt. Ach so, ich dachte, das habe ich ja so am Wochenende gemacht. Aha. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt endlich mal ein bisschen Zeit ohne Kamera haben. Werden wir auf jeden Fall noch sehr, sehr viel miteinander sprechen. Und uns vielleicht auch mal küssen. Ich glaube, sie hat auch nur das eine im Kopf, ne? Sprechen und küssen. Geschallert wird hier. Geschallert. Ich will ja auch nur eine Frau. Ich möchte ja auch nur mit einer Frau sein. Und hätte man mich im Vorfeld gefragt, willst du am Ende zwei haben als Option oder einen, hätte ich gesagt, bitte nur eine. Bitte nur eine. Ich wollte gar nicht zwei. Das hat einfach zwei bekommen. Bruder, aber das ist doch da drüben, wo er wohnt, ist das nicht? So, dass man... Üblicher, dass man... Polygamie? Also einseitig, ne? Also ja, natürlich einseitig. Was ist los? Spinnst ja wohl. Gleichberechtigung, spinnst ja wohl. Ja, ich glaube, das geht da. Kann das sein? Kann er die nicht beide? Ja, aber ich weiß auch nicht, ob er sich da bewusst war, was er gerade gesagt hat. Weil wenn man ihm einfach zwei also anbieten würde, würde er sich denken, natürlich nehme ich zwei. Zwei zum... Nein. Ey, ich krieg das nicht hin, wirklich. Das konzentrier dich darauf, den Porsche da richtig hinzufahren. Ja, aber der hat nämlich Kraft. Da ist Power unter der Haube. Aber der Kollege ist richtig verzweifelt. Eine Frau, die mich von Anfang an begeistert hat mit Dingen, die sie gesagt hat und vor allem auch, wie sie sie gesagt hat, dass du mich nicht nur mit Worten begeisterst, habe ich dann auch beim ersten Date schon feststellen können, als du dich in deinem Bikini gezeigt hast. Richtig, aber vorhin habt ihr eigentlich mal auf das Make-up geachtet. Du bist ja schon sehr angetan von ihrem Make-up, ne? Sagen wir mal so, ich finde das Make-up nicht gelungen. Kann ich das so sagen? Oder kann ich auch sagen, also wenn du mir den rechten Arm vor meine Augen tackerst und ich nur den linken Arm benutzen darf und davon schneidest du mir nur drei Finger ab, dann mache ich jedes Make-up schöner als das. Ich finde das ganz schön. Genauso wie ich sehr in Extremen lebe, in die eine Richtung sowie in die andere, tust du es auch. Sie ist so halt deine Fresse. Sie hat einfach eine Vorahnung. Sie ist so richtig kalt, also wirklich. Sie reagiert nicht auf irgendwas, was er sagt. Sie nickt nicht, sie grinst nicht, gar nichts. Sie riecht den Braten. Sie riecht den Braten. Sie riecht den Braten einfach. Und wie das Schicksal so wollte, hat uns unser Dreamdate dann nach Rio gebracht. Das Schicksal oder? Chiara. Chiara, Mann. Chiara ist langweilig geworden in Mexiko, deswegen hat sie gesagt, Freunde, lass mal Rio machen. Chiaras Mutter. Ich will dir danken für die vergangenen Wochen und wie du dich mir gegenüber geöffnet hast und alles, was wir erlebt haben. Aber ich muss dir auch an der Stelle sagen, dass meine Gefühle an dem Punkt für Angina stärker sind. Oh Maus. Also, ich finde es wirklich traurig. Und ja,
Man merkt voll, dass es ihm aber... Es kommt mir so vor, als hätte er wirklich einfach da so 3 Minuten vorher gedacht, ja komm, ich schmeiße die Münze. Weißt du, ich meine? Meinst du wirklich? Er war so richtig so, keine Ahnung, was ich hier machen soll. Oh Mann, die Maus tut mir richtig leid. Mhm. Ich drück dich nochmal und dann geh. Lass mich dir nach vorne bringen, ja. Also erstmal hat sie ja gesagt und dann hat sie sich aber umentschieden. Mhm. Ich hab schon jetzt hier. Ja? Ja. Sie ist eine tolle Frau, danke für alles. Tschüss. Gut. Du weißt es. Verstehst du sie? Ja, natürlich. Ich auch. Sie macht einfach eine Hardcut. Ja. So. Also ich glaube, das tut ihm wirklich auch richtig leid. Und ich glaube, guck mal, aber sie hat auch gut reagiert eigentlich. Weil wenn irgendjemand von allen Kandidatinnen irgendwie das Recht hätte, richtig pissed zu sein, dann natürlich die hat ja als letztes rausgekriegt, weißt du? Es ist kein Unterschied, ob du als zweites fliegst oder als 19. Ja. So, das weißt du doch. Ja, ja. Ist doch schon nachgerechnet worden. Und die Frage ist, warum hat jedes diesen Typen eine geklatscht? Jelis hätte ihm hier das Leben genommen. Safe. Also wirklich. Definitiv. Also wirklich. Und dann hätte sie erstmal eine Insta-Story gemacht. Wahrscheinlich. Und dann könnt ihr euch das vorstellen. Und ein neues Gleitgel rausgebracht. Ja, und dann geht sie einfach. Geht sie? Und siehst du, gibt's Interviews? Nein, verpisst euch. Ich geh ins Auto. Und da sind aber dann ja noch mehr Kameras. Ja. Die kann denen auch nicht entkommen. Ja, also ich glaube, der Plan war eigentlich, dass sie da stehen bleibt und da schnell was zu der Entscheidung sagt. Aber da hat sie nicht so was drauf gehabt. Er musste ja, er hat ja auch mit seinen Emotionen gekämpft. Wir standen beide halt so ein bisschen mit Tränen in den Augen da. Oh Mann, der hat richtig einen Kloß im Hals, ne? Richtig, richtig traurig. Also weil man will fast schon sagen, es passt irgendwie nicht zu ihrer starken Persönlichkeit. Aber man merkt halt einfach, dass es sie richtig mitnimmt. Jeder, der auch stark ist, ist auch. Ja, natürlich. Ich hab's gewusst. Also ich hab's ihm sofort angesehen. Und das erklärt doch dann auch alles, ne? Ja, also ist jetzt... Deswegen hat sie auch nicht reagiert, als er gesprochen hat. So, wirklich überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise geantwortet. Weder mit Mimik noch mit Gestik oder sonst was. Hat sie einfach schon gemerkt. Ja, Mann. Aber, dass sie ihm jetzt auch direkt so angemerkt hat, zeigt für mich, dass sie sich auch wirklich richtig gut kennengelernt haben. Weißt du, ich meine? Dass sie einander wirklich auch verstehen, dass sie ihn so lesen konnte und so. Es war eine schöne Zeit und ab morgen habe ich wieder mein normales Leben. Guck mal, du hast so eine gute Freundin. Du hast eine Freundin, die dich auffangen. Und dein Bruder. Genau, die empfangen dich wie das blühende Leben. So muss halt erst seine Schuhe ausziehen. Direkt im Urlaubsparadies, geht da. Nein, sie meinte auch, sie freut sich drauf auf ihr normales Leben. Das kann ich auch, kann man auch sehr gut verstehen, glaube ich. Sie steckt halt den Sand nicht in den Kopf. Sie steckt nicht den Sand in den Kopf. Ich möchte an der Stelle sagen, dass ich mich in dich verliebt habe. Da ist es wieder, das schöne Lachen. Ja. Das natürliche Lachen. Nein, es ist natürlich. Es ist nur sehr gespannt. Aber voll schön, dass sie gewonnen hat, ne? Können wir sie jetzt anrufen? Können wir sie kurz anrufen? Ich habe ihre Nummer nicht. Ist sie nicht jetzt so Family Member? Ich habe ihre Nummer nicht. Mhm. Jetzt immer noch zweistellig, fast dreistellig. Nee. So schnell geht's ja nicht, ne? Was heißt jetzt? 11? 11, ja. 11, ja. Ja. Ich habe mich auch nicht verliebt. Auf jeden Fall. Wollte ich noch schnell. Auf jeden Fall, du. Diese erste, wo ist der 11? Aber ich hab mich auch verliebt. Ja, es ist vorbei, ne? Noch nicht ganz. Es gibt noch das Wiedersehen. Das große Wiedersehen. Warum gibt's dieses Jahr denn diese Pause von einer Woche? Damit wir Zeit haben, abzucatchen. Okay, damit wir unsere Tripper-Folge noch platzieren können. Genau, dass wir die noch schnell reinschieben und dann nächste Woche sind wir richtig up to date, nächste Woche Freitag. Mit der Dings-Folge. Trinken wir dann nochmal bei Tida? Die Flasche muss ja auch irgendwann mal leer werden. Die trinkst du doch heute aus. Nee, aber wir haben fast eine halbe. Boah. Fast eine halbe Flasche getrunken. Ja, das merke ich auch. Ja, also. Liebe Leute, ich hoffe, das Warten hat sich gelohnt. Du hast uns ja auch mal in einer Folge erzählt, dass alles, was man so hinauszögert, doppelt Spaß macht. Richtig. Genau. Das wollten wir jetzt hier einmal ausprobieren. Wer mehr Spaß haben will, muss halt ein bisschen rauszögern. Provozieren, so, ne? Also, wir müssen eigentlich so anstoßen wie David. So. Ja. Ja. Die Hände aneinander einfach. Es klatscht gar nicht. Mhm. Ja. So, Leute. Viel Spaß noch, ne? Schönen Abend oder morgen. Ich weiß nicht, wann ich das hochlade. Morgen. So schnell wie möglich natürlich. Ja. Also, die Schnupfleise nicht länger warten lassen. Ich gebe Gas.
Achso, ich will hier die Kamera ausmachen.